Nur Rückstände erkannt. Bums. Nichts. Ich brauche eine Axt. Zumindest nichts Auffälliges. Irgendwie sehe ich nichts Auffälliges außer das ganze gelbe Geflacker. Ah, hier, hier. Und jetzt? Sani! Okay, was ist das Vieh? So. Ich brauche einen Arzt! Und wie hole ich jetzt den Thumper? Deshalb. Ja, gucken wir mal hier Inventar. Zack. Jo. Zack. Da, Dorf. Ja. Thumper incoming. Thumper incoming. Ich gehe mal lieber ein Stück zurück. Hm? Ja, Kompass mit dem Kumpel gefallen? Bums. What the fuck? Ah! Ich verstehe. Muss ich jetzt dabei stehen bleiben? Macht er was? Muss darauf drücken. Ich kann Viecher wegschießen, glaube ich. Hä? Hä? Hier, bitte. So, nochmal. Ich glaube, irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Das fucking Gift. So. Zustand 100%, Kapazität 0%. Okay. Ich brauche ein wenig Hilfe. Sag mal, kommen Sie alle hierher? Auf einmal ist hier richtig was los. Was zur Hölle? Neues Magazin. Boah. Der hat das 6%, ey. Und hier ist schon die Hölle los. Was zur Hölle? Ganz schön übertrieben, wenn ich das mal so sagen darf. So, jetzt glaube ich gerade ein bisschen Ruhe. Ich muss schon lang gehen. Wow! Fuck! Werden ja immer größer, die Tiere. Scheiße, was mich da. Scheiße! Was hat mich da umgebracht? Was startet man da für ein riesen Event mit? Schnell wieder hin, bevor das aus irgendeinem Grund nicht mehr für mich zählt oder irgendwas. Skinne noch runter. Mhm. Oh Mann. Frag mich egal, ob das so richtig ist, was ich da mache. Aber ich denke schon.
Meine Fresse! Schnell hin! Ah! Nicht so viel rumdallern hier. Uha, genau. Gibt's mein Thumper denn noch? Ja, sieht gut aus. Aber rundherum sieht's nicht gut aus. Mine unterwegs. Ach, komm schon. Spiel zu hektisch, merke ich. So. Zustand 27%, na super. Campen wir oben einfach mal ein bisschen drauf. Die Bombe ist cool, also die Langstreckenmine meine ich. Macht echt einen Heidenschaden. Gute AE damit dran. Ist mal so, bisschen zuverlässiger. So, du da auch. Stirb. Alle weg. Ja, da kommt einer. Ah. Treffer. Kapazität 100%, Zustand 25. Ob ich den jetzt einfach wegdrücken darf? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Sorge. Naja, ich mach's einfach mal. Danke für das Finden der Kryptidamm. Ja, war richtig. Genau gut. Das Richtige, um diese Wasserpumpen schnell zu starten. Von nun an haben wir eine Menge Wasser. Du hast uns heute wirklich aus der Patsche geholfen. Ich wette, ich muss das normal machen. Ist getan. Es sei denn, du nein, doch nicht. Die Wohnzimmer saugen. Wir können für Rohstoffe dampfen oder uns auf nach Transhub machen und vielleicht Auftragsarbeiten beim Akkord bekommen. Egal wie, wir brauchen Bares. Wenn du im Paradies bleiben willst, solltest du mal die PvP-Terminals in der Stadt aufsuchen. Man kann gut Geld damit machen, das verspreche ich dir. Entweder mit Homegang oder im Kampf gegen feindliche Söldnertrupps. Dumper Startsequenz eingeleitet. Gut gemacht, Chef. Wir erledigen nur unsere Arbeit. Gut. Ich werde jetzt aber einfach mal weiterziehen, wenn das möglich ist. Also wie sie gerade gesagt haben, geht das ja. Aber ich weiß nicht, wie weit die Beta geht. Mal gucken, ob ich vielleicht in eine andere Gegend komme. Weil großartig farmen und so weiter will ich hier jetzt einfach nicht. Ist eigentlich zum einen nicht so spannend, das Ganze zu beobachten. Zum anderen weiß ich halt gar nicht, ob ich das weiterspiele oder so, oder ob man die Beta-Accounts direkt übernehmen kann, wahrscheinlich nicht. Deswegen ist Farm jetzt erstmal wurscht. Aber ich will mir diese Teile nochmal eben herstellen. Diese Thumper-Mist-Dinger kann ich nämlich machen, und zwar brauche ich dazu einmal den Scan-Hammer. Oh, da war es nicht. Und hier, Händler habe ich noch gar nicht gesehen. Schauen wir mal. EP-Boost. Oh doch, ich habe doch schon mal Händler gesehen, fällt mir gerade ein. Egal. Hat aber nicht so viel. Da kann man sich fürs PvP anmelden. Hier kann man sich wahrscheinlich irgendwelche Items kaufen, genau. Aber das alles nur für diese Red Beans. Diese Red Beans muss man wahrscheinlich über das, über diesen, Währungstausch machen. Könnt ihr mal reingucken. Ja, so ist es. 5 Euro für 40 Red Beans. Und das jetzt schon. Ich hoffe, dass man trotzdem irgendwie anders an die Items kommt und dass man nicht so abhängig davon ist, sich sowas zu kaufen. Würde ich nämlich sehr, sehr schade finden, wenn die anderen, die dann da wirklich Geld dafür ausgeben, doch so einen riesen Bonus davon haben. Ich meine, klar, es ist wiederum auch fair für die, die das Geld da reinstecken, aber da lobe ich mir doch das Prinzip von LOL. Neues Du. Neues Du, das klingt auch irgendwie nach einem Übersetzungsfehler. Battleframe-Werkstatt, ich glaube hier war's. Nein, wieder nicht. Ah, the fuck. Neues Du, auch nicht. Ja, ja, es ist auch zum Glück gar nicht offensichtlich, wo es geht. So, hier.
einmal diese Technologie erforschen, das kann ich mir auch noch leisten. Damit kann man dann wahrscheinlich nachher einfach Rohstoffe farmen. Nur wenn das immer so lange dauert, dann meine Fresse. Macht das Farmen, glaube ich, auch nicht so viel Spaß, wenn man da so ein riesen Event draus gestaltet. Ich hoffe nicht, dass es so läuft. So, das dauert jetzt ein bisschen länger. Kann ich nebenbei was anderes machen? Geht das? Oder breche ich es dann ab? Ich mach mal irgendwas. Zuck, 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 zuck. So, jetzt gucke ich da mal wieder rein. Ah, man kann wirklich derweil was anderes machen. Gut, wäre auch blöd, wenn nicht. Aber so ein paar Sekunden kann man schon mal warten. Nur vermutlich wird später einiges dann erheblich länger dauern als 40 oder 50 Sekunden. Bleibt für mich ein bisschen Zeit, meinen Kaffee eben auszutrinken, bevor er richtig kalt wird. Und fertig. Mitnehmen. So. Jetzt muss ich sogar noch 400 Silikaterze sammeln. Hab ich jetzt aber keinen Bock drauf. Und es gibt Daily Quests, sehe ich gerade. Super. Huch, jetzt ist der Sound gerade tot. Ja, gibt viele Rohstoffe zu finden und ich soll es machen, will ich aber nicht. Ich möchte eigentlich mal raus hier. Und kann man sich irgendwo eigentlich die Quests angucken? Hier vielleicht Spieleinstellungen, Bug einsenden. Ne. Also auf den gängigen Tasten geht das nicht. Das heißt sowas wie Q, auch nicht. Oh, Moment, was war das? PvP-Warteschlange. Drücken wir ein paar Tasten durch. Das ist die Map. Klar. Ah, hier. Andocken, Benachrichtigungen. Auf N kann man sich ein paar Nachrichten angucken. Vorhin stand doch noch was anderes da. Anforderungen, Benachrichtigungen, Sozial, PvP, Weltkarte, Spieler gegen Spieler. Gucken wir mal hier rein. Es gibt nur eine Benachrichtigung. Das ist ja blöd. Ich dachte, ich kann jetzt irgendwie mal weiter. Kann man hier auf der Weltkarte irgendwas machen? Hier sieht man die ganze Welt mal ganz schön hoch auf dem blauen Zeugs. Wird wohl Wasser sein. PvP. Ich glaube, ich mache einfach mal eine Runde PvP. 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 Herausforderungen. Duell beobachten. Man kann sich das einfach angucken. Ich will es aber selber spielen. Ah! Deathmatch, Sabotage oder Erntemaschinen. Ich will Deathmatch spielen. Melde dich für die ausgewählt an. Ah, ja. Gucken wir mal, wie das wird. So. Sieht man hier ganz oben, bin ich in so einer Warteschlange drin. Mal gucken, wie lange das dauert. Schau mich dabei mal ein bisschen einfach in der Stadt um. Und vielleicht finde ich hier einfach auch raus, wie es weitergeht. Ah, hier geht's eher wieder raus. Nö, nö. Nö. Da vielleicht. Ah. Wo geht's hier lang? Sinnlose Treppe. Komm schon, wieder hoch. Nein, nicht runter, hoch. Mist. Okay, das sah doof aus. Hier
kann sich überall aufladen und was nicht alles. Aha. Ich stand auch irgendwann mal ein Schiff rum, mit dem ich auch gelandet bin. Vielleicht gehe ich einfach mal dahin. Also, wenn ich es finde. Das ist natürlich die Voraussetzung dazu. Armeeterminal. Was ist das denn hier? Weiß ich auch noch nicht. Armeeterminal. Drücken wir mal drauf. Ne, geht nicht. PvP über diese PvP-Anmeldungsgeräte. Hier gibt es Spezialitäten. Super. Früchte. Yay. Hier respawnt man. Auffüllstation. Battleframe.